Sind wir hier tatsächlich noch in der Schweiz? Das werden sich viele von Ihnen fragen, wenn Sie die nächste Reportage sehen. Sie zeigt, viele der radikalen Islamisten sind unnahbar und schotten sich ab. Das schürt Ängste in der Bevölkerung. Das Burka-Verbot im Tessin zeugt davon. Zwar sind nur sehr wenige Muslime den radikalen Islamisten zuzuordnen, exakte Zahlen gibt es keine. Aus Sicht der Behörden sind Islamisten dennoch eine Bedrohung. Thomas Vogel und Lucia Tschirki versuchten, sich der Welt der radikalen Gläubigen anzunähern. Sie stießen auf Misstrauen und auf verschlossene Türen. Ein unscheinbares Hotel in Winterthur. Islamisten sammeln hier Gelder für Syrien. Eingeladen hat ein Prediger aus Deutschland per Videobotschaft. Die genaue Adresse, inshallah, werden wir einen Tag davor veröffentlichen. Als das Rundschau-Team eintrifft, markieren die Veranstalter zwei separate Eingänge. Für Frauen und für Männer. Kantonspolizisten sitzen bereits im Saal. Sie werden notieren, was die Redner von sich geben. Journalisten wird der Zutritt verwehrt. Also die Medien verdrehen vieles. Und wir Muslime, also wir sind keine dummen Menschen, nur dass ihr das wisst, oder? Aber Sie haben Angst vor der Öffentlichkeit. Nein, wir haben nicht Angst vor. Wenn wir Angst hätten vor der Öffentlichkeit, dann wären wir nicht in Europa. Dann leben wir nicht in Europa, dann gehen wir irgendwo auf den Berg, um dort zu leben. Also warum Aber Sie haben Gäste eingeladen, die vom Verfassungsschutz kontrolliert werden. Wer? Abu Naji. Abu Naji ist ein radikaler Moslem, der Koranbücher verteilen lässt. Islam ist die einzige Wahrheit. Islam ist die Rettung vor der ewigen Bestrafung in der Hölle. Und ich schwöre bei Allah, wer den Islam nicht annimmt und ohne Islam stirbt, geht er für alle Ewigkeit in die Hölle. Die Schweizer Behörden lassen den Hassprediger nicht einreisen. Weitere Gäste treffen in Winterthur ein. Die Stimmung ist gereizt. Wir werden am Filmen gehindert. Ja, müssen auf öffentlichem Grund. Am Tag darauf in Zürich. Die nächste Benefizveranstaltung für Syrien. Diesmal lässt uns der Veranstalter rein. Der sogenannte Islamische Zentralrat hat Abdul Azim aus Deutschland eingeladen. Der Berliner Verfassungsschutz bezeichnet ihn als Leitfigur der ultrakonservativen salafistischen Szene. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Volksverhetzung, allerdings erfolglos. Der jemanden seine Schwierigkeit erleichtert in dieser Welt, Allah erleichtert ihm die Schwierigkeiten am Tag der Auferstehung. Und der jemanden dabei hilft, einen Ausweg von seinem Problem zu haben, Allah wird ihm Ausweg am Tag des Endgerichtes geben. Der 35-jährige Prediger gilt als Star unter den jungen, radikalen Moslems. Unter seinesgleichen spricht er Klartext, gegenüber Journalisten weniger. Sind Sie für Steinigung? Das heißt, dass diese Fragen werden hier haben in Deutschland bzw. in der Schweiz keinen Ort. Das ist eine Frage, die ins Leere geht. Und dann bleibt es in der Leere. Die Muslime im Saal zeigen sich solidarisch. Franken kommen an Spenden zusammen. Die Veranstaltung wird unterbrochen für das 5-Uhr-Gebet. Rund 400.000 Moslems leben in der Schweiz. Jeder Siebte praktiziert seine Religion und betet regelmäßig. Eigentlich alles unproblematisch, so der Tenor einer Untersuchung des Bundesrates zu Muslimen in der Schweiz. Wäre da nicht eine lautstarke Minderheit von radikalen Moslems wie der Islamische Zentralrat unter Nicolas Blanchot? Blanchot ruft zum Dschihad auf. Bedeutet der Dschihad einfach nur die Waffe zücken und damit hat sich's? Oder bedeutet Al-Dschihad noch viel mehr. Selbstmord, Attentäter und Terroranschläge. Der Dschihad steht auch für den unerbittlichen Kampf gegen das westliche System. Sie haben eine Rede gehalten, wo Sie vom Dschihad, vom Heiligen Krieg gesprochen haben. Ist das ein Heiliger Krieg, der jetzt stattfindet in Syrien?
Sie müssen zuerst einmal gar nicht solche Fragen stellen, wenn Sie nicht selber wissen, was Dschihad bedeutet. Ich habe ganz klar und deutlich definiert, was Dschihad ist. Es ist die Abmühung eines jeden Muslimen im Wege Allahs. Und das hat die verschiedensten Formen. Das hat humanitäre Formen, das hat soziale Hilfe, das heisst eben auch dazu Unterstützung geben, dass Leute, die keine Eltern mehr haben, also weise Kinder, eine Unterstützung bekommen. Blanchot zeigt sich fürsorglich. Doch im Saal müssen Familien getrennt sitzen. Das Publikum ist geteilt in Männer und Frauen. Tietikon, in der Nähe von Zürich. Hier sind die Frauen ganz unter sich. Bei der ersten Schweizer Modeschau für gläubige Musliminnen. Mode für die selbstbewusste religiöse Muslimin. Vorgeschrieben ist ein Kopftuch. Haare gelten als Symbol für Sinnlichkeit. Mit Extremisten wollen die Teilnehmerinnen nichts zu tun haben. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, ein Kopftuch anzulegen. Und es ist etwas, das zu mir gehört, meine Identität, und es ist ein Teil von mir selber. Sie bedecken ihr Haar, sie bedecken eigentlich ihren fast ganzen Körper, außer ihre Hände und ihr Gesicht. Warum machen sie das? Weil ich glaube daran, also so wie ich es verstehe, ist das, was im Koran steht und was Allah von uns möchte. Ich glaube daran, dass Allah uns Regeln gegeben hat, die wir befolgen, und es ist besser für uns, wenn wir die befolgen. Die Modeschau wird mehrmals unterbrochen, um den Islam zu preisen. Die meisten im Saal sind gemäßigt, doch es gibt einzelne Radikale. Unter den Models befindet sich eine Somalierin, aufgewachsen in der Schweiz. Ihr Facebook-Profil zeigt eine bewaffnete Dschihad-Kämpferin. Im Internet berichten radikale Prediger, was mit Frauen passiert, die kein Kopftuch tragen wollen. Sie werden das Paradies niemals betreten, und sie werden dessen Geruch niemals riechen. Oh Allah, was für ein Verlust. Liebe Schwester, damit Augen dich beglotzen, bist du bereit dafür, in das Höllenfeuer hereinzugehen. Dies die Worte eines populären Internetpredigers. Falls der Prediger recht hat, wird sie ins Paradies kommen. Petra Rachima aus Elsau. Die Schweizerin ist mit 25 Jahren zum Islam übergetreten. Heute geht sie verschleiert durchs Dorf. Sie hält an ihrem Gewand und dem Schleier fest, trotz der Anfeindungen, die sie ertragen muss. Es hätte aber auch Situationen gegeben, wenn ich im Bus total blöd angemacht wurde. Alle Moslems gehören in den Knast, Kopftuchschlampen. Alle Kopftuchschlampen stinken, wir müssen die anderen dazu zwingen, sie zu tragen und so weiter. Nur selten geht Petra Rachima aus dem Haus. Wenn, dann gerade mal zum Einkaufen. In dem Dorf fällt sie jedem auf. Man ist ja verunsichert. Ich weiss nicht, wer ist darunter. Man hat Angst. Es gibt einem irgendwie eine Unsicherheit, ob das auch bei uns gefährlich sein kann. Ich denke, es ist einfach die Angst von den Leuten, die sich verstecken können. Obwohl es nicht so ist. Petra Rachima ist gelernte Kellnerin. Doch als verschleierte Frau findet sie keine Anstellung mehr. Sie ist gesellschaftlich isoliert und verbringt die meiste Zeit zu Hause. Unablässig schreibt sie Kommentare in Online-Foren. Immer Allah ergeben, immer kämpferisch. Ihr Glaube ist ihr das Wichtigste auf der Welt. Wenn man uns bekämpft, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Von dem her, ja, bin ich lieber ein strenger Muslima, als ja, irgendwie das Modern zu versuchen und dann in dem Endeffekt naja, das Falsche gemacht. So. Dieses Haus in Zürich ist zu einer Moschee umgebaut worden. Zum Freitagsgebet kommen rund 500 Moslems hierher, vor allem aus Arabien und aus Afrika. Die rituelle Waschung vor dem Gebet ist fest in den Köpfen verankert. Wie die Männer politisch denken, ist schwer auszumachen. Diese Moschee gilt als gemäßigt, doch einige stehen unter Beobachtung des Nachrichtendienstes. Extreme Islamisten stellten eine anhaltende Bedrohung für die Schweiz dar, heißt es.
Ich kenne diese Extremisten nicht. Und der Geheimdienst wahrscheinlich hat der anderen Informationen, die ich als einfacher Mensch nicht habe. Darum kann ich nicht so etwas beantworten. Aber in unserer Moschee, wo die Muslime verkehren, also eigentlich, es gibt keine gefährliche Muslime. Würden Sie es merken, wenn solche bei Ihnen wären? Ja, ja, ja. Es gibt Meinungen, aber Meinung bleibt nur eine Meinung. Die Moschee ist die älteste der Stadt. Heute platzt sie aus allen Nähten. Wortlos weist ein Ordner den Gläubigen die freien Plätze zu. Arabisch verstehen hier längst nicht alle. Ein Dolmetscher übersetzt die Predigt des Imam auf Deutsch. O ihr Gläubige, fürchtet Allah und sorgt dafür, dass ihr nicht sterbt, ohne Muslim zu sein. Viele Moslems, die sich hier zum Gebet zusammenfinden, stören sich daran, dass sie in Verbindung mit islamistischen Kämpfern gebracht werden. Mit denen haben sie nichts zu tun, sagen sie. Im Gegenteil, sie fühlen sich in der Schweiz zu Hause und akzeptieren das politische System, in dem sie leben. In der Moschee dürfen wir keine Fragen stellen. Interviews sind erst draußen vor der Tür gestattet. Wir treffen zwei Frauen, die aus einem Seitenausgang die Moschee verlassen. Sie haben in einem speziellen Raum gesessen, getrennt von den Männern. Ja, ja, wir waren jetzt alleine Frauen. Wieso sind Sie separat? Das ist immer, wir Männer und Frauen separat, das ist gut, oder? Ein Mann aus der Moschee tritt hinzu, schiebt das Mikrofon weg und weist die Frauen zurecht. Weißt du, die sind Analphabeten, ich kenne diese SRF. Schweizer Fernsehen. Jawohl. Ihr seid Analphabeten für uns Muslime, weil ihr wiederholt immer die gleichen Fragen. Ihr sucht hier immer. Das sind die Fragen, die uns interessieren. Nein, aber gehen Sie mal in die Schule, gehen Sie mal lernen. Gehen Sie mal sich ausbilden lassen über Islam oder über Katholizismus oder über Buddhismus. Sie suchen irgendein Quatsch einfach, immer. Ja, aber wieso beleidigen Sie uns jetzt? Ich beleidige Sie nicht. Sie beleidigen uns jedes Mal mit den gleichen, belästigen uns immer. Ich stelle nur Fragen. Bitte antworten Sie anständig auf die Fragen des Mannes. Seien Sie ruhig. Jetzt rede ich mit dem Mann. Islam ist Frieden. Islam ist nicht Terror. Islam ist nicht Gewalt. Islam ist nicht Frauen zu erniedrigen oder andere Menschen. Islam ist total was anderes. Die große Mehrheit der Moslems ist friedfertig. Daran besteht kein Zweifel. Dennoch, kritische Fragen zu radikalen Strömungen innerhalb ihrer Gemeinden müssen sich die Moslems in der Schweiz gefallen lassen. Genervt zu reagieren oder die Öffentlichkeit auszuschließen, ist der falsche Weg. Darüber wollen wir reden, und zwar mit Elham Manea. Sie ist schweizerisch-jemenitische Doppelbürgerin, sie ist Politologin und Dozentin an der Universität Zürich. Sie ist Autorin und sie kämpft für einen offenen, für einen aufgeklärten Islam, und sie ist heute bei uns im Studio. Guten Abend, Frau Manea. Guten Abend, Frau Wille. Sie haben den Beitrag jetzt zum ersten Mal gesehen. Hassprediger, radikales Gedankengut. Was ist Ihnen als erstes durch den Kopf gegangen? Wahrscheinlich die Tatsache, dass Sie eher hier versucht haben, einen Unterschied zu machen zwischen politischem Islam, das ist radikal Islamisten, die eine politische Ideologie verfolgen, und Islam als Religion, Weltreligion. Das ist eine sehr sachliche Antwort. Ich denke, vielen Nicht-Muslimen ist ein mulmiges Gefühl vielleicht auch aufgekommen. Wie ist es Ihnen gegangen als Muslimin? Werde ich eher sagen, ich kann manchmal einfach die Reaktion von manchen, besonders der Mann am Ende, ich kann auch das verstehen, wie er einfach reagiert. Es gibt wie einfach ein Gefühl bei manchen, bei vielen. Die haben das Gefühl, wir sind einfach unter Attacke von außen. Und das heißt, dass man versucht, uns einfach schuldig zu machen von dieser Islamistin oder politischen Islam. Meiner Meinung nach, es hilft das nicht. Solche Reaktionen werden uns auch langfristig nicht helfen. Weil wenn wir einfach mit uns ernst sein sollen, müssen wir auch eine Position formulieren, besonders wenn es um politischen Islam, wo ich als politische Ideologie, ist es eine Bewegung wie Faschismus, wie Kommunismus, wie national einfach Sozialismus. Einfach aber Sie sagen, die radikalen Muslime, die hätten den Eindruck, wir würden sie attackieren, die westlichen Menschen. Aber wir haben diese Frau gehört, die sagt, wenn wir bekämpft werden,
dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ja. Entspricht das dem Gedankengut vieler radikalen Islamisten? Das entspricht genau die politischen Islam oder islamistische einfach Bewegung. Man sucht die Konfrontation, man teilt die Welt in zwei Lager, wir gegen sie und wir sind einfach die Opfer und gleichzeitig wir sind einfach in einem Kampf, wo wir am Ende, das ist das Ziel, deswegen sage ich, ich unterscheide das von Religion, von Islam. Aber ist es möglich, radikale Muslime zu integrieren in unsere Gesellschaft? Ich bin der Meinung, eher, man muss eher hier eine, wie zusammen in Gesellschaft eine Position formulieren. Ich finde, also die Art und Weise, wie sie einfach sich darstellen mit ihren Zielen, denke ich nicht, dass es möglich ist. Also es gibt einfach verschiedene einfach, Positionen in diesem Bezug. Also ich spreche eher fachlich, eher, wenn wir vom politischen Islam sprechen, wo man einfach sagt, lass sie einfach im System integrieren und dadurch werden sie einfach sich moderieren. Aber jetzt kann man sagen, man muss festhalten, von diesen Muslimen, die in der Schweiz leben, geschätzten 400.000, ist nur eine kleine Minderheit, das gehört zu den radikalen Islamisten. Heißt das, es ist kein Problem? Okay. Oder doch? Nein, deswegen ist es, ich habe einfach, was Sie einfach mir vorher, also ich wollte einfach sagen, das Problem mit politischem Islam, mit dieser radikalen Islamistin, das Ziel ist einfach eine radikale Transformation. Man will einfach die Gesellschaft einfach enden. Und das heißt, wenn wir einfach so zu Ihrer Frage kommen, wenn wir sprechen, ist das hier in der Schweiz, ja, die Mehrheit, die sind Gemäßigte. Die sind einfach integriert, sehr gut integriert. Sie fühlen sich auch manchmal einfach beleidigt von der Art und Weise, wie einfach diese Islamisten einfach sich einfach Islam darstellen. Aber gleichzeitig, ich werde einfach wiederholen sagen, man darf sie nicht unterschätzen. Wir leben nicht auf dem Mars. Jetzt ist es sehr schwierig, das in Zahlen festzumachen. Genaue Zahlen hat man nicht. Man kann nicht sagen, diese radikalen Islamisten haben Zulauf. Können Sie aber festmachen, dass der Einfluss dieser radikalen Islamisten zunimmt? Dass Sie es versuchen? Doch, weil man muss auch sehen, eher Strategie in diesem Bezug. Und die Strategie ist eher, dass sie auch in verschiedene einfach Moscheen gehen und missionieren. Und versuchen einfach auch die Menschen, die in dieser Moschee einfach sind, zu schüchtern. Das Problem, es gibt auch Menschen innerhalb von der islamischen, muslimischen Gemeinschaften, die sind einfach verschieden. Es gibt viele, die auch ein bisschen wahrscheinlich auch Angst haben. Was heißt das? Das heißt, dass man sich nicht offen gegen die radikalen Islamisten stellt, auch wenn man Muslim ist? Ja, und das ist besonders in Orten, wo sie wirklich verankert sind. Haben Sie es erlebt, dass radikale Islamisten erfolgreich in den Moscheen auf vielleicht gemäßigte Muslime eingewirkt haben? Das ist passiert hier in Bern in einer Moschee, das merkt man. Aber gleichzeitig bis jetzt einfach zögere ich mich, einfach eine klare Antwort hier zu machen, ohne dass wir das wirklich recherchieren. Aber noch einmal, müssen da nicht viel mehr auch von den gemäßigten Muslimen offen hinstehen und sagen, das hat nichts mit uns zu tun, ihr dürft uns nicht in einen Topf zu werfen, Sie machen das auch? Ich mache das auch, aber es gibt viele auch, die auch das machen. Das ist, ich sehe mit Seidekillern, ich sehe es auch mit Männern und Frauen, auch die versuchen, auf gemeinschaftlicher einfach Ebene zusammenzuarbeiten. Das gibt es, das müssen wir nicht vergessen. Und das kam auch nicht hier. Wie groß ist Ihre persönliche Angst, dass jetzt doch ein Teil von diesen wenigen Muslimen, eben, dass es zu einer noch stärkeren Radikalisierung kommt, die sogar, sagen wir, zum Terrorismus kippen könnte, als letzte Frage? Es ist bekannt, dass hier in der Schweiz, die Schweiz ist, also mindestens von Sicherheit Berichte, die wir hier haben, das ist einfach die Radikal-Islamisten, die Schweiz als logistische und Vorplanung einfach Ort benutzt. Und das heißt, bis jetzt ist das nützlich in diesem Bezug. Gleichzeitig bin ich einfach, ich wiederhole, wir müssen auch vorplanen. Ich recherchiere die Situation jetzt in Großbritannien. Und das Letzte, das wir wollen, dass wir zu einem Punkt kommen, wo die Situation jetzt in UK oder Großbritannien ist, ohne Vorplanen, ohne dass man einfach weiß, um was geht es hier. Also ein Appell, um wachsam zu bleiben und genau hinzusehen. Schön. Dankeschön, sind Sie zu uns ins Studio gekommen, Frau Manea. Vielen Dank. Und zum Schluss noch die